Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es beim letzten Video schon angekündigt. Heute werde ich euch was vorstellen. Ich habe nämlich beim letzten Renovierungsvideo nicht gestrichen, sondern gesprüht. Das ist jetzt keine Werbung, also nicht direkt Werbung. Ich habe das alles selber bezahlt. Das ist nichts Gesponsertes. Ich wollte euch einfach nur mal vorstellen, wie sich das so ergeben hat, wie ich damit zurechtgekommen bin. Ihr dürft gespannt sein. Also bleibt dran. Ja, und zwar hier, von Einhell habe ich mir diese Sprühpistole gekauft für Farben. Wie sich das so gemacht hat, zeige ich euch jetzt. Ich habe angefangen damit, die Wände zu besprühen. Dabei ist so eine Art Becher, mit dem man die Viskosität der Farbe testen kann. Ich muss zugeben, wahrscheinlich habe ich einfach die falsche Farbe dafür genommen. Die Farbe war viel zu dickflüssig und wäre bestimmt bestens geeignet gewesen, um sie mit der Rolle an die Wand zu bringen. Ich musste da das relativ stark verdünnen, die Farbe, mit Wasser. Damit ließ ich das dann sprühen. Aber verdünnte Farbe deckt natürlich nicht so gut und Feuchtigkeit auf Tapeten ist auch suboptimal. Wenn ihr das zu oft macht, dann löst sich die Tapete wieder oder die Ecken rollen sich ein. Das ist dann nicht so schön. Wahrscheinlich müsste man da einfach besser gucken beim nächsten Mal, welche Farbe man dafür nimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, für Wandfarbe würde ich ihn nicht hernehmen, den Sprüher, egal welche Marke, egal welches Gerät. Denn ich finde, das Ding hat Geräusche, es macht permanent einen Luftstrom, man hört sich an wie ein Staubsauger. Und diesen Luftstrom kann man auch dann mit Laufnasen und Farben wieder ein bisschen korrigieren, das war ganz gut. Aber ich finde, ansonsten streicht für mich fast schon etwas Meditatives. Es ist wirklich eine angenehme, beruhigende Arbeit für mich, eine einfache manuelle Tätigkeit, mit einer Rolle Farbe an die Wand zu bringen. Das ist eigentlich eine ganz nette Arbeit. Und mit diesem Sprühapparat habt ihr die ganze Zeit ein lautes Rauschen, dieses Staubsaugergeräusch, das permanent da ist. Und ihr müsst ja regelmäßig halt diesen Becher nachfüllen, der fasst nicht ganz so viel Farbe, knapp einen Liter, nicht ganz einen Liter Farbe geht da rein und das hält halt für nicht ganz eine Wandfläche. Von daher würde ich sagen, für Wandfarbe würde ich das Ding nicht nochmal verwenden. Aber was ich gemacht habe, ich habe noch Gartenmöbel aus Paletten gebaut, und zwar eine Sitzbank. Und da muss ich sagen, war das Ding richtig gut. Die Farbe, diese Holzlasur, war etwas dünnflüssiger, die Viskosität war da besser geeignet. Und verwinkelte Oberflächen, ungleiche Oberflächen mit Struktur zum Beispiel, wie bei Zäunen, Palisadenzäunen oder halt über so einer Sitzbank, da ist das richtig gut, weil so kann man alle möglichen Ecken und Winkel sehr schnell damit erreichen und kann die Farbe flächendeckend in jede Ritze gut verteilen. Das ist wirklich gut geeignet für so ja, verwinkelte Objekte, sage ich mal. Bei meinen Palettenmöbeln habe ich einfach bei eBay Kleinanzeigen mal geschaut, beziehungsweise meine Frau hat das gemacht. Ich habe sie dann abgeholt, kostenlose alte Paletten, Einwegpaletten teilweise. Die habe ich einfach drei Stück übereinander miteinander verschraubt, dann alte IWA-Regale von IKEA zweckentfremdet, die wir früher im Keller hatten, da die Oberflächen mit verschönert, dass man eine gleichmäßige Oberfläche zu sitzen hat, auch ohne Polster, und dann das Ganze mit weißer Gartenmöbellasur komplett eingesprüht. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich ein Like da lassen. Ich verlinke euch das Gerät hier nochmal, vielleicht auch nochmal ein Vergleichsgerät dazu von einer anderen Marke, falls ihr ja nicht unbedingt Einhell nehmen wollt. Fragen, Anregungen und Kritik natürlich gerne wieder unten in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Ich werde demnächst noch ein paar Sachen raushauen hier, was diese Halle hier auch angeht und meine anderen Projekte am Auto rumschrauben und so. Ich habe einiges vorbereitet, schon vorproduziert, und ihr dürft gespannt sein, was da noch alles kommt. Also, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!